Das Brot des Lebens, Johannesevangelium, 6. Kapitel, Verse 24, folgende. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und sie suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer von diesem Brot. Wir sind hier heute an einem ganz besonderen Ort. Man nennt es Dalmanuta, direkt am See. Und für viele Pilger ist dieser Ort und auch dieser Altar, an dem heilige Messen gefeiert werden mit Pilgergruppen, ein ganz mystischer Ort. Das heißt, ein Ort, wo die Seele berührt wird. Dann hier sind wir auf Jesusland. Hier hat er viele Wunder vollbracht. Ganz in der Nähe ist das Kloster Tapga, an dem der Überlieferung zufolge der Ort war, oder zumindest die Nähe, wo Jesus die 5000 Menschen mit Brot gespeist hat. Und da entwickelt sich dieser Dialog mit den Menschen, die hierher kommen, die ihn suchen. Warum suchen sie Jesus? Sie suchen Jesus, weil sie von ihm ganz praktische Hilfe bekommen. Brot fürs Leben. Also das, was man braucht. Und interessant hat ja Jesus in seinem Pater Noster, seinem Vater Unser Gebet, die Bitte um das tägliche Brot hineingeführt. Aber diese Zufügung um das tägliche Brot beinhaltet für Jesus immer noch mehr. Denn der Mensch besteht eben nicht nur aus Leib, sondern er hat auch eine Seele. Er hat eine Seele, die in diesem Menschen steckt, in diesem Körper steckt und die ihn zu dem macht, was er ist. Nämlich ein Mensch, der eine Würde hat, eine Würde, die ihm niemand nehmen kann. Jesus sagt dann: Du musst deine Seele speisen, deine Seele muss genährt werden. Wir können hungern mit dem Leib, aber wenn unsere Seele hungert und dürstet, dann wird das Leben oft schwierig. Jesus bietet sich als Speise an. Er sagt: Ich bin das Brot, das von oben kommt. Der Mensch ist eben nicht nur ein irdisches Wesen, sondern er hat auch eine unsterbliche Seele. Deswegen hat er auch Geist, also etwas in sich, was über die Welt hinausgeht. Etwas, das göttlich ist und das ihn überhaupt erst befähigt, mit diesem Gott in Kontakt zu treten und zu ihm zu beten. Auch zu erfahren, dass er da ist. An Orten wie diesen kann man das erfahren. Und an Orten wie diesen, wo Christen die heilige Eucharistie, das Abendmahl, gereicht bekommen, dort werden sie sich nähren lassen von diesem Jesus, der diese Speise von oben ist. Wenn du Christ bist, würde ich mich freuen, wenn du neu darüber nachdenkst, was das für dich bedeuten kann, das Abendmahl zu empfangen oder eben die heilige Eucharistie. Wenn du nicht Christ bist oder weit weg vom Glauben, dann lade ich dich ein, solche Orte aufzusuchen, dass deine Seele erfährt, dass es diesen Gott gibt, der dir ganz nahe ist, der in Jesus von Nazareth Mensch wurde. Es lohnt sich, denn du wirst sehen, diesem Jesus zu begegnen. Hier, an diesem Ort oder egal, an welchem Ort auch immer, er wartet auf dich und er berührt dich und berührt deine Seele.